Über die Frage der Verantwortung darüber, wie Failed States entstanden sind, über die Probleme, die wir in den Kolonien haben, über diese Ursachen hierüber, dass das wieder der besten Verantwortung trägt, das ist gar nicht so sehr die Frage dieser Debatte. Hier sagen wir ja, da haben wir die Verantwortung, in dem einen Fall mehr, in dem anderen Fall weniger, aber ja, diese ist gegeben. Und die Frage ist, welchen Schluss wir daraus ziehen. Die Frage ist, welchen Schlüsse wir aus den Fehlern, die wir damals gemacht haben, ziehen müssen, um den Leuten letzten Endes zu helfen. Ich möchte meiner Rede zeigen, warum diese Rekolonialisierung letzten Endes zu einer neuerlichen Abhängigkeit führen wird, und zwar egal, wie gut wir das Ganze meinen, sodass das Ganze eben durch die Staaten keinen wirklichen Fortschritt führen wird, und warum, und das werde ich dann auch darauf mal zeigen, warum das Ganze im Staat auch nicht akzeptiert werden wird von der Bevölkerung, sodass wir eben auch hier keine nachhaltige Entwicklung sehen. Und ich möchte zeigen, welche Alternative wir stattdessen wahren sollten, um unserer Verantwortung gerecht zu werden. Okay. Kommen wir erst einmal zu dem, was mein Vorredner gerade gesagt hat. Die hat gerade erzählt, naja, diese Kolonialisierung, das ist eigentlich gar nicht so richtig, dass wir da den Staat so wirklich übernehmen. Und da frage ich mich, was ist es eigentlich sonst? Wenn ich eine Kolonie habe, dann ist es doch eigentlich gerade das Normale, dass ich dort dann letzten Endes regiere. Wenn ich dann eben nicht selbst regiere, wie soll ich dann quasi diese ganzen Entwicklungen dann so durchsetzen, wie die das hier und sich letzten Endes vorstellen? Dann auch nochmal um diesen Punkt der Verantwortung dann zu zeigen, warum sollten die Leute, die in diesen Staaten ausgerechnet denjenigen vertrauen, die das Ganze hier verursacht haben, wenn wir selber zu dem Schluss gekommen sind, wir sind daran schuld, wir haben hier falsch gehandelt, dann werden die das wahrscheinlich erst recht wissen. Die haben momentan eine sehr, sehr schlechte und schlimme Lage. Warum sollten die ausgerechnet jetzt uns vertrauen, wenn wir jetzt herkommen und sagen, so, wir zeigen euch jetzt mal, wie wir es besser machen. Wir entmündigen euch jetzt ein zweites Mal und wir sagen euch jetzt mal, wie wir es richtig machen. Warum sollten die Leute uns vertrauen? Sie rufen jetzt schon um Hilfe. Die Leute rufen um Hilfe, genau. Wir wollen ihnen diese Hilfe geben in Form einer Hilfe zur Selbsthilfe. Das werde ich mal messen und dann auch noch zeigen. Kommen wir zum Punkt der Abhängigkeit. Wir glauben auf Seiten der Opposition, dass eine jede Regierung, die hier helfen wird, eben immer auch ihre eigenen Interessen im Blick haben wird. Da werden Lobbyisten das versuchen, irgendwie zu nutzen. Das Ganze kann irgendwie mit einfließen in diese ganze Politik. Es geht also irgendwo nicht nur um den einen Staat, sondern auch um den anderen. Aber selbst wenn man immer dieses absolut reine, edle Motiv hat, dass ich glaube ich wirklich in dieser Staatenwelt, wo es schwarz und weiß wenig gibt, sondern eigentlich eher eine Grauebene, wo es das eigentlich nicht gibt. Aber gehen die mal davon aus, es gibt diesen edlen Ritter, diesen Staat, den ihr einfach nur so helfen will. Auch das wird immer wieder zu einer Abhängigkeit in diesem Staat führen, weil der eine Staat hat quasi sein Modell dorthin exportiert. Weil er sagt hier, das ist unsere Struktur, das müsst ihr übernehmen und das, was wir machen, ist das Richtige. Unsere Wirtschaftsform, unsere Ideen, wie unsere Kultur, diese ganzen Sachen, die geben wir euch quasi vor. Und die anderen müssen ja dranbleiben und zuhören, um sich weiterentwickeln zu können. Nein, danke. Sie müssen eben weiter eben an diesen, sie werden an diesen Staat weiter gebunden werden, und das, glauben wir, nimmt ihnen die Möglichkeit eben genau etwas Eigenes, etwas Selbstständiges zu entwickeln, und genau das ist es, diese Chance ist es, die wir ihnen ermöglichen müssen, einen eigenen Platz in der Welt zu finden, und wir glauben, das kann hier nicht funktionieren auf diese Art und Weise. Deswegen, nein danke, komme ich jetzt zu meinem Punkt, über die Nachhaltigkeit zu sprechen. Wie soll das Ganze funktionieren? Ich habe gerade schon darüber gesprochen, dass die Menschen hier ein gewisses Misstrauen, das ja auch berechtigt ist irgendwo, diesem Staat entgegenbringen werden. Das heißt, das Ganze, was da eben jetzt rübergebracht wird, hey, wir zeigen euch mal, wie man Wagen macht, hey, wir zeigen euch jetzt mal endlich, wie man einen Staat aufbaut, wie man Strukturen macht, dass das eben zu einer natürlichen Ablehnung führt. Das hat ein Mensch sowieso oft mal, wenn jemand anders oberlehrerhaft zu ihm rüberkommt, aber in diesem Fall dann doch wohl noch besonders, wenn es derjenige ist, der vielleicht sogar schuld ist an den eigenen Problemen. Und hier werden wir eben die Situation haben, dass eine Bevölkerung eine solche Kolonialregierung nicht als legitim ansehen wird. Eine Bevölkerung, die muss sich repräsentiert fühlen, die muss eigene Führer haben, eigene Leute müssen da drin vertreten sein. Das ist es, was die Leute haben wollen. Wenn die Leute eben dann jetzt einfach das Gefühl haben, wir werden jetzt ein zweites Mal entmündigt, wir nehmen uns jetzt wieder alles weg, was wir uns jetzt vielleicht in Jahren irgendwo aufgebaut haben, dann wird das Widerstände erzeugen und wir glauben, das ist schlecht. Und warum was das alles noch führen wird, dazu meine vorgängige Frage von der Schließungsschlange. Failed States basieren nun mal darauf, dass man Bürgerkriege hat, dass man Stammeskriege hat. Inwiefern habt ihr gezeigt innerhalb der letzten 60 Jahre, dass da irgendeine Besserung ist, dass es irgendeinen starken Leader gibt, der dann sozusagen alle umgebracht hat, damit er dann der Führer dieser Herrschaft wird? Dazu werde ich gleich noch kommen, mit meinem Punkt der Alternativen.
Aber ich werde jetzt hier nochmal weiter zeigen, diese ganzen Bürgerkriege, die wir haben, die Situation in Feldstein, es ist ja nicht so, dass hier überhaupt niemand irgendeine Macht hat. Es gibt hier auch Personen und Personengruppen, es gibt Warlords, die momentan von dem Status quo profitieren werden. Und warum sollten die einfach ihre Macht verlieren, dadurch, dass wir jetzt auf einmal da sind? Welches Interesse sollten sie daran haben, ihre Macht auf einmal zu teilen und aufzugeben? Sie werden also wahrscheinlich erst recht dafür sorgen, ihre Möglichkeit gewaltsam zu nutzen, um eben ihre Macht wieder letzten Endes zu halten. Und wir sind ja militärisch überlegen, wir sehen es überall, Guerillakriege sind überall möglich. Das heißt, auch der militärisch Schwächere kann für Chaos sorgen, wie es in Afghanistan möglich war, wie es im Irak auch möglich war, die Amerikaner dort waren, die wirklich mächtig waren. Trotzdem hat sich das Ganze nicht nachhaltig entwickelt. Es gibt immer verschiedene Gruppen, religiöse Gruppen, es gibt ethnische Gruppen. Wir werden als Kolonialherr niemals jeder Gruppe gerecht werden können. Einzelne Gruppen werden sich immer diskriminiert fühlen, einzelne Gruppen werden immer das Gefühl haben, ihr nehmt euch jetzt aber etwas weg, das wird einen Antagonismus entstehen lassen und wir glauben, das ist schlecht. Zur Alternative, was können wir tun, um ihnen eine wirksame Hilfe zur Selbsthilfe zu geben? Nun, wir glauben, wir müssen ihnen das anbieten, was sie brauchen. Beispielsweise ein Bürgerkrieg, UN-Friedenstruppen, beispielsweise auch eine EU-Mission, vielleicht auch die französischen Soldaten, die in Mali sind, wo eben nicht einfach gesagt wird, wir entmündigen euch als Staat jetzt komplett. Wir sagen jetzt, wer zu bekämpfen ist und wir sagen jetzt, wir das alles zu machen. Nein, es gibt dort Gruppen, die wir dann unterstützen können. Es gibt dort Gruppen, bei denen wir sagen können, wie orientiere ich mich? Wir nehmen dann diejenigen im Zweifelsfall, bei denen wir sagen, die eine gewisse Legitimität in der Bevölkerung auch haben. Und wir sagen eben nicht, ihr seid alle scheiße, um es mal drastisch auszudrücken, sondern wir sagen, wir nehmen euch mit ins Boot. Wir gehen eben nicht einfach dahin und sagen, ihr seid alle nicht in der Lage, diesen Staat zu regieren. Nein, wir helfen diesem Staat dabei. Wir schauen, dass es noch eine gewählte Regierung beispielsweise gibt, die noch keine Macht hat. Wir unterstützen sie dabei militärisch, polizeilich, mit Ausbildung, im polizeilichen Sinne, aber auch im juristischen, im bürokratischen Sinne, weil wir glauben, dass das es ist, was die Leute brauchen, dass sie sich letzten Endes um sich selbst kümmern können und wir glauben, dass wir nur den nicht oben herab begegnen, sondern auf einer gleichen Ebene und deswegen gegen den anderen.